Kannst du bald wieder Unfug. Nee, kannst du Unfug machen? Ja. Na, gucken wir mal. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich in dieser Folge, doch das Ding hier abzuschließen. Das wäre total toll und knuffig und super und spaßig und erleichternd, muss ich sagen. Ja. Wir sind mitten noch im Fahrplan, wo da schon die Haltestelle ist. Ja. Geht jetzt gleich los. Ja, wir können alle Fahrgäste raus und rein. Noch keine Ausbildung. Noch keine? Ja, kann sein, dass wir tatsächlich. Ja, wie flammen denn immer auf der Hand? 1,16. Mit dem nächsten Ding hätten wir ja 1,3 Millionen. Na, vielleicht reicht es. Und mit dem nächsten Zahltag, beziehungsweise mit dem Abschluss dieser Mission. So, wir gucken mal gerade kurz, dass wir hier nochmal Fahrgäste kontrollieren. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Hier ist die Fahrkarte. Schmeckt wie eine Mischung aus. Hier ist ein Foto meiner Katze. Anna, sie heißt Bounty. Und Melone. Könnte man einen Einfrucht-Smoothie draus machen? Ich hab sie doch schon gezeigt. Nee, aber die Dame neben dir nicht. Entschuldigung. Na klar. Hier bitte einen Augenblick. Fahrkartenkontrolle. Fahrkartenkontrolle. Ja, kommt kein Schwarzfahrer durch. Oh, ich bin ja ziemlich zufrieden, dass wir gerade dabei sind, echte Mission abzuschließen. Dieses langwierige Ding mit 15 Bussen. Also, Alter. Direkt der Erste, den hat's erwischt. So, weiter geht's. Ich habe keine Schlüsselkontrolle gemacht. Ganz öfter. Warte mal kurz. Ist wieder eine eingepennt hier, ne? Hier hätten wir den letzten Reiher. Ich muss mal Katze kurz rauslassen. Geht sofort weiter. So. Wie gesagt, es kann immer mal passieren, dass du mit Let's Play meine Katze mautst. Nein, sie heißt nicht Mauti. So. Ja, das wäre total toll, wenn wir es nicht schaffen würden, heute diese Mission hier endgültig abzuschließen. Und dann gucken wir. Weil dann könnte man tatsächlich noch ein, zwei der von den anderen Bussen verkaufen. Dann könnte man noch unser Dings verkaufen. Ich vermute, dass wir es tatsächlich hinkriegen. Oh, das wäre super. Dann hätten wir es fast geschafft, ey. Das wäre so fett. Das wäre so geil. Weil, wie gesagt, wir verkaufen auf zwei unserer Busse noch. Dann, wir haben ja noch zwei Kraftstoffbusse. Eine Main und ein Citaro. Wenn die beiden loswerden, plus die Kohle. Dann hätten wir sie tatsächlich komplett zusammen. Und dann hätten wir es tatsächlich geschafft, diese Mission abzuschließen. Ja. Jetzt der alte Stelle, liebe Leute, zum Zentometer. Dann hätten wir es geschafft. Dann brauchen wir die Route nämlich nur mal nicht neu zu fahren. Fast zu schnell, ein bisschen. Wir sind schon wieder fast in der Stadt, ne? Wir sind aber immer noch im Fahrplan. Dann tu das bitte. Tu das und komm nie wieder. Nein, Spaß. Das wäre so geil, wenn wir es schaffen würden, unsere Routen abzuschließen. Vielleicht reicht es aber auch so. Zu einem Griff ins Klo. Bleib stehen, deiner Scheißkerl. Stimmt, jetzt kommen die Kreisverkehre, die zwei, ne? Ich erinnere mich. Oh, das wäre schon so geil, was ich schon würde. Aber ich kann sagen, wir gesagt, wir machen wirklich eine neue Folge, je nachdem, wenn wir jetzt wirklich heute die Busse kaufen und die Mission abschließen, ist das richtig, dass wir die neue Folge machen, ja. Weil das wird noch ein bisschen langwierig dauern. Aber sollte das tatsächlich so sein. Dass wir es nicht schaffen. Ja, wir werden mal gleich starten. Wir werden von so. Ja, auch ich mache. Es bleibt dabei, wir werden das Ding hier nicht dranhängen, sondern eine neue Folge machen. Ja.
Weil die Strecke ja doch dumm ist, was sich zieht. Gerade hier diese Ecke zum HZB. Den Arschloch kannst du kostenlos haben, da brauchst du keinen Termin für. Den gebe ich dir sogar. Aus der geöffneten Bustür. Beim Fahren. Ah, wir haben es echt. Es duftet nach Abschluss. Ah, du mit deiner Scheißkarre, Alter. Ernsthaft? Boah, das wurde aber kuschelig, ey, mit dem. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass der aussieht, dass der durchzieht. So. Na gut. Kleiner Schreckmoment nochmal zum Ende. Unserer Fahrerei. Dann haben wir sehr, sehr lange. Wie gesagt, wenn wir es wirklich heute tatsächlich abschließen sollten. Es kann aber passieren, dass wir es in der nächsten oder übernächsten Folge schaffen. Das liegt jetzt ein bisschen darum, wie viel kriegen wir. Kriegen A für die beiden Busse und B für die. Oh, das könnte klappen. Das könnte tatsächlich klappen. Ich weiß nicht, wie viel wir holen müssen. Ich habe jetzt 8, wir haben jetzt plus 2, 3, 11. Wir müssen 4 Busse kaufen, glaube ich, wenn ich nicht im Kopf habe. 4 Busse. Das könnte klappen. Entschuldigung. So, lass mich da bitte mal durch. Wollt er nicht. So, da kommt schon gleich der nächste Blitzer, ne? Das ist da gezeigt. So räumlich auf der Karte, ist glaube ich der Blitzer. Ja, hier links. Und damit endet unsere Reise am ZOB in Seaside Valley. Vielleicht tatsächlich zumindest für diese Mission. Ich gehe jetzt gleich zum Dealer meines Vertrauens. Und hast du jetzt. Warum stehst du da jetzt mitten im Weg? Ah, ernsthaft? Ach, fuck you, ey. Jetzt stehst du wieder. Na, ich bin Lieferwagenfahrer. Ich muss da parken. Ich. Arbeite gerade für ein großes deutsches Paketunternehmen und muss mitten im Wege stehen. Ja, das machst du natürlich sehr, sehr gut, Chef. Ich nenne den Namen des Unternehmens jetzt nicht. Deren Lieferwagenfahrer, das können die nämlich genauso gut. Ich muss voll auf die 1, ne? Sehe ich das richtig? Dass ich voll auf die 1 packen muss? Ja, sieht so aus. Schön ransitzen. So, jetzt kommen, jetzt gibt es wieder einen Zahltag. Perfekt! Zum Abschluss dieser Route nochmal einen Feiertag. Und wir haben das Ding auf 157.000 kassieren wir. So, liebe Leute. Heute geht es darum, den wir jetzt erstmal hier stehen lassen. Oh, ein Triple-Decker. Lecker. Ich komme gar nicht hier weiter. Ernsthaft? So, okay. Heute gehen wir mal Busse kaufen. Liebe Leute, dann haben wir heute ein bisschen Kohle. Wir haben jetzt 1,4 Millionen und dürfen heute Busse shoppen gehen. Ja, endlich wieder Busse. Deswegen, ja, den Rundgebus geht mal frei, der kann nämlich jetzt wieder auf die Straße. Da brauchen wir nicht neu, im Winter müssen wir nicht neue verkaufen. Ich gucke mal gerade, wie viel wir überhaupt haben an Bussen insgesamt. Wir haben jetzt von den irgendwie 8 Stück. Dann haben wir den hier mit 9. Ist ja alles ist ja 10G. 10. 11. 4 Busse brauchen wir jetzt.
Aber das hinkriegen mit der Mission? Aber dann auch noch verkaufen müssen? Also wir kriegen sie, wir schließen sie heute ab. So. Dann kaufen wir einen 10 Gebus. Day Nummer 1. Hier brauchen wir so 4 Stück heute. Schade, dass wir nicht alle auf einmal kaufen können. Aber kriegen wir schon hin. Also heute machen wir tatsächlich diese Mission zu. Und da freue ich mich gerade drüber, wie ein kleines Kind, weil das ist nämlich so ein legendäres Ding gewesen. Und da geht es in der nächsten Folge schon mit einer neuen Mission weiter. Ich brauche keine Testwand. Ich interessiere mich gerade nicht. Ja. So. Du hast gekauft. Weiter geht's. Nummer 1. Ja. Nummer 2. Die können jetzt auch ein bisschen durch die Gegend fahren. Das ist jetzt gerade egal. Wir kaufen Bus Nummer 2 jetzt gerade, um auf 15 insgesamt zu kommen. Jo. Er kauft Nummer 2. Ja, ich kaufe die Zitaro, weil die Anführungszeichen die günstigsten von den CG-Bussen sind. Das ist jetzt Bus Nummer 3. Und dann müssen wir zusammen 4 haben. Da müssen wir jetzt 14 haben. So. Und dann pass auf, rüstet die komplette Flotte auf Strom um. So, ein Bus müssen wir jetzt noch kaufen. Und dann müssen wir eigentlich diese Mission als, wie viel haben wir denn jetzt auf dem Konto? 485.000. Sehr geil. Das heißt, wir haben genug Kohle, wir brauchen keine Busse zu verkaufen. Jo. So, und das müsste jetzt eigentlich der nächste Bus, die Nummer 15 sein. So. Du kannst jetzt ein bisschen mit dem Bus unterwegs ein bisschen spielen. Gut, dass wir da gute Fahrer haben. Oh Gott, ey. 17 Busse haben wir insgesamt jetzt auf dem Konto, auf dem Hof stehen. Oh, wir haben es geschafft. Eine weitere Aufgabe erfolgreich erledigt. Wir sind fast fertig. Wir bekommen noch immer Verbesserungsvorschläge für den Service in Sonnstein und Kerststadt. Wir wurden außerdem gebeten, eine Strecke einzurichten, die alle kleinen Dörfer mit Sonnstein verbindet, damit die Touristen die Umgebung leichter erforschen können. Ja, liebe Leute, die nächste Haltestelle heißt dann auf dem Land. Verbinden alle Kleinstädte mit Sonnstein, Touristen, die ländliche Gegend erkunden können. Das heißt, Kerststadt auf 5, Sonnstein auf 5. Lass mich doch ernsthaft. Hey Leute, ich habe gerade 15 CNG-Busse gekauft. Was denn muss es heißen? Ja, jetzt kommt erstmal die ganzen Elektrobusse. Das heißt, wir werden alle 4 Busse, die wir jetzt gerade neu gekauft sind, die noch nicht frei sind, die noch nicht verplant sind, werden wir quasi jetzt wieder verticken und dafür auf Elektrobusse umstellen. Plus die 2 wahrscheinlich der Busse. So, wir brauchen jetzt kein Geld, wir brauchen eine Route mit mindestens 12 Fahrgestellen, das kriegen wir schon hin. Dann 35 Minuten eine Route zwischen Sonnenstein, Kerstadt, Westfield, Steineck, Oakwell und Siegwald. Ja, aber das kriegen wir alles hin. Das ist jetzt nicht mehr alles so langwierig wie die letzten Male. Also den ersten Teil kriegen wir ohne Probleme hin. Den zweiten Teil genauso mit. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir eins in einen Rutsch hinkriegen. Dann werden wir wahrscheinlich die gucken, dass wir dann die Elektrobusse machen. Dass wir wahrscheinlich 1, 2 und 4 auf einen Rutsch kriegen. Dann machen wir die 3 und dann fahren wir die Aufwertung. Ja. Liebe Leute, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Bus-Simulator 21. Und dann geht's quasi weiter nahtlos mit der nächsten Mission, die da heißt Auf dem Land. Bis dann. Tschüssi.